Elektrophorese wird zum Beispiel genommen, um, ich finde es ganz schick, ne? Um zum Beispiel, nur zum Beispiel, die DNA zu bestimmen von Vater, Mutter, Kind und dann mal gucken, wer es war und so weiter. Also das ist ein Analyseverfahren. Man kann Stoffe trennen. Stoffe, Moleküle, Atome, Teilchen allgemein, Ionen. Jetzt habe ich hier wieder so ein Modell eines Plattenkondensators gemalt, ich weiß, aber das geht tatsächlich so. Man muss ein, sagen wir mal, definiertes, schönes elektrisches Feld anlegen. Dann die entsprechenden Stoffe in einer Lösung am besten platzieren und dann werden wir mal sehen, was passiert. Lösung meine ich jetzt irgendeine Flüssigkeit mit einer bestimmten Viskosität. Deswegen habe ich das Zeug auch hier so in dieser Farbe angemalt. Wir kommen gleich auf die Formel. Und dann macht man Folgendes. Man legt das elektrische Feld an, schaltet an und sagt so, ab anschalten ist sozusagen die T, die Zeit des Starts. Und nach einer gewissen Zeit macht man einfach das elektrische Feld wieder aus und dann guckt man, wer am schnellsten war. Und schon kann man die Dinger trennen. Geht mit allen möglichen. Also normalerweise ist es am besten, einen Ionenfluss zu erzeugen. Das ist günstig, weil Ionen sind nun mal elektrisch geladen und wenn ich negativ geladene elektrische Teilchen, also Ionen habe, dann stoßen sie sich natürlich besser ab. Man weiß aber mittlerweile, ich konnte es nicht weiter recherchieren, ich glaube, es ist wegen des Wasserdipols, dass auch ungeladene Teilchen sich entsprechend bewegen. Naja, gut, lassen wir es erstmal dabei und gucken uns jetzt ganz einfach Folgendes an. Es wirkt von außen auf diese Teilchen die Kraft des elektrischen Feldes. Lässt sich berechnen Q mal E. Also Ladung mal elektrische Feldstärke. Ich könnte auch das Q groß geschrieben haben, lasse ich jetzt mal. Und wenn diese Kraft sich der von der Viskosität hervorgerufenen Kraft angeglichen hat, dann wandern diese Teilchen mit konstanter Geschwindigkeit. Und zuerst werden sie relativ schnell werden, da die Viskosität nicht unbedingt linear zunimmt. Leute, wenn ich hier links anbringe, könnt ihr ruhig draufklicken, das Video wartet hier. Und ihr verpasst also nichts. So, das heißt also, zu Anfang kann es durchaus sein, dass die arg beschleunigt werden und sich dann eine bestimmte Geschwindigkeit einstellt. Das hängt also von der Flüssigkeit ab und von ihren Eigenschaften. Ob es eine newtonsche Flüssigkeit ist, wird man wahrscheinlich nehmen, um die linearen Zusammenhänge zu haben. So, das heißt, jetzt gucken wir uns mal, dieses Gesetz von Stokes sagt aus, dass man die Widerstandskraft, die durchaus von der Viskosität abhängt, natürlich wieder bei ideal runden Körpern und so weiter, so ausrechnen kann. Aber was steckt da drin? Da steckt drin der Radius des Körpers, also die Größe letzten Endes, die Viskosität der umgebenden Flüssigkeit und die Geschwindigkeit, die sich dann irgendwann einstellt, wenn diese Körperchen hier, diese kleinen Teilchen, entsprechend beschleunigt worden sind. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an. Große Körper, wenn ich mal vergleiche, der kleine zu dem großen, die werden langsamer werden. Also da ist die Gegenkraft größer. Kleiner Körper hat weniger Gegenkraft aufzuweisen, demzufolge wird er weiterkommen innerhalb der Zeit, wo ich dann ausschalte irgendwann. Also ich kann praktisch sagen, der Schnellste, wenn der Schnellste hier hinten ist, dann schalte ich einfach aus und gucke, wie weit die anderen gekommen sind. Das könnte also so aussehen, dass wenn der da ist, zu der gewissen Zeit schalte ich aus, dann ist der ein Stückchen weiter, der noch ein Stückchen weiter, der ein Stückchen weiter und der auch ein Stückchen weiter. Jetzt kann ich mir auch sagen, okay, Viskosität wirkt auf alle gleich, die ist jetzt egal, die Geschwindigkeit wird sich dann einstellen, aber die hängt natürlich auch ab. Achtung, jetzt muss ich wieder auf die elektrische Ladung gehen. Habe ich viele Ladungen bei gleicher Größe, wird er schneller werden. Da ist nämlich die antreibende Kraft des Feldes wesentlich größer als bei dem. Wenn ich jetzt sage, das war eben der Größenvergleich, eben war es der Ladungsvergleich bei gleicher Größe, aber auch hier der Ladungsvergleich. Gleiche kleine Teilchen, sage ich, okay, sind zweifach negativ geladene. Sulfationen zum Beispiel wären typisch, aber die will ich ja nicht wissen. Das wären also ganz typisch zweifach geladene, negativ geladene Teilchen, dann müssen die schneller werden. Da ist nämlich die Kraft größer. Ich hoffe, ich konnte das alles ein bisschen einigermaßen klar sagen. Ich habe zum Schluss. Also ich habe zwischendurch hier links angefügt, auch nochmal, um das modellhaft zu klären.
Das funktioniert im Prinzip alles wie eine Art Wettrennen wie bei der Tomographie, Chromatographie. Also da, wo es geht, um die Farben zu trennen. Ich habe Links dazu angefertigt und ihr könnt jederzeit drauf gucken und euch weiterbilden. Also praktisch geht nochmal ein Video zurück oder was auch immer, klickt auf das i und dann könnt ihr in aller Ruhe auswählen und euch die Modellvideos nochmal angucken. Die sind ganz kurz. Ich habe auch die Elektrophorese mal historisch nachgebildet. Dann, damals nahm man nicht einfach bloß eine Flüssigkeit, sondern zu Anfang Papier und hat das Papier getränkt mit der Flüssigkeit und so weiter und so fort. Werdet ihr alles sehen. So, na denn. Ich hoffe, ich konnte zum Verstehen beitragen. Das ist eigentlich nur das, was ich will. Und verbleibe mit besten Wünschen. Leute, wir haben fast 40 Grad. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so warm. Deswegen bin ich jetzt drin, weil es mir zu warm ist. Macht's gut. Tschüss.